Roland, ey, ich habe hier in der Post so ein Ding von euch gehabt. Da steht drauf, dass ich was gewonnen habe. Mit herzlichen Glückwunsch. Da haben sie dreimal was freigerubbelt. Ja, da sind drei Sonnen drauf. Dreimal die Sonne. Ja, es passt zum Da haben sie tollen reines Wetter. Kontrollnummer. Ja, das ist prima. Und da ist auch eine Kontrollnummer, die leitet. Eine was? Telefonnummer? Das ist nein, ihre persönliche Kontrollnummer. Wie lautet die Also bitte? hier steht persönlicher Geschenkcode. Ist das das? Ja, das ist Ja, richtig, da ja. steht Glüh wie Glühwein 6629. Aha. Okay, warten Sie mal, da muss ich erst mal gucken. Jetzt haben wir zwei verschiedene Sachen. Okay. So, Sie bekommen, Sie nehmen jetzt an der Verlosung teil. Ja, im Ende des Jahres findet die Verlosung statt und da würde ich Ihre Daten mal aufnehmen. Der Vorname. Was wird denn da verlost? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Das ist eine Rente von 1111 Euro und die wird 5 Jahre lang verlost. Da Eine sind Sie jetzt mit Reise? dabei, ja? Eine Rente. Rente? Ja, das ist doch Eine gut. Rente. Geld kann man Ja. immer brauchen. Na, sehen Sie. Würde ich auch meinen, bei Ihrem Vorname. Ja, Roland? Roland. Ja. Und der Familienname? Winter. Mann. Wie der Winter. Ja, Ach, Wintermann wie Wintermann. der Winter. Wie der Herr Nikolaus. Wintermann, die Postleitzahl. Ja, Ja. prima. Und die Postleitzahl? 76534. Und die Straße? Das ist die Hauptstraße 211 sich. 211 in Baden-Baden, ja? Jawohl, das ist einfach so. Herr Wintermann, wann sind Sie geboren, bitte? 11.10.64. 64. Ja, das ist einfach Wie so. gesagt, die Verlosung findet erst noch statt. Ja, das ist schön so. Du sollst ja auch sein, Herr Wintermann, Ja, ja? natürlich. Aber ich sehe gerade, Herr Wintermann, die Verlosung findet erst noch statt, da sind Sie mit dabei. Wann Aber denn? ich sehe gerade, Herr Wintermann, ein bisschen Ende des Jahres findet das statt. Ach, so lange Ja? dauert das noch. Das ist, ja, ne, gucken Sie mal, der Mai ist ja bald wieder rum, die Zeit, die rennt doch Ist ja nur so, schon ne? fast wieder Weihnachten und trotzdem wird die Deutsche Bahn Darum wollte wieder ich ja total meinen, ne? überrascht sein, wenn plötzlich Schnee fällt. Naja, können Sie mal sehen, ne? Ja? Herr Wintermann, ich sehe aber gerade ein bisschen Glück hatten Sie bei mir auch schon. Die Ja? haben die Leitung getroffen für die Profit- und Rente-Kartei. Hier haben Sie mal die Chance, ab dem 15. Juli noch zusätzlich an einer Rente Million dabei zu sein. Wir Nochmal. dürfen nur 99. Sie haben ja die Chance, ab 15. Juli dabei zu sein, einer Rente Million zusätzlich. Auch noch. Hier dürfen nur neun, Geil. ja. Hier dürfen nur 99 Teilnehmer mitmachen an der Gemeinschaft. Die haben jeden Tag 100 Tipps, entspricht 3000 Tipps rein im Monat. Also Dann sind sie rattenstark. jeden Samstag, dann sind sie jeden mit ihren eigenen Tipps dabei, wo sie auch alleine mitspielen, auch gewinnen. Denn im Gewinnfall erhalten sie einen Sofortgewinn von 40.000 Euro ausgezahlt, Boah. sowie eine monatliche Rente von 4.000 Euro. Und diese Rente zahlen wir Ihnen sogar 20 Jahre lang, ist sogar übertragbar, vererbbar, es lohnt sich mal für Sie, ja? Und 20 all diese Gewinnspiele, Jahre lang? eine Rente, richtig. Das Und ist all ja, diese Gewinn ey, ich bin ja so froh, dass ich angerufen habe, ne? und all diese profitiert Ihnen jetzt Ihre Profit- und Rentekarte, die ich für Sie ausstellen darf. Mit dieser Karte können Sie mit der ganzen Familie noch im Internet shoppen, können bis zu Ja? 35% sparen, von A wie Apotheke bis Z bis Zoobedarf, das ist alles dabei. Fahren Sie und Ihre Familie noch Auto, wenn ich fragen darf? Ihr Motorrad, ja, Club. Motoren, ja gut, tanken müssen Sie auch, ob es Motorrad ist oder nicht. Wenn Ja, Sie das ist jetzt endlich einfach tankt so. haben, Heute ist das ja, können Sie alle. es ist ja günstiger, wenn man beim Benzinklauen erwischt und verurteilt wird, als wenn man ehrlich tanken fährt. Das ist einfach so. Wieso haben Sie das schon mal gemacht? Benzin geklaut? Ja, klar, mit so einem Schlauch, aber das geht nur bei so alten Polenautos. Also neuen geht das nicht mehr. Aha, na gucke an, das machen Sie, ja? Ja, irgendwas muss man ja leben. Das ist einfach so. Aha. Aber wenn Sie jetzt tanken, können Sie alle Kassenzettel aufheben, ab Juli schicken an uns ein. Es Dann gibt ja bekommen keine Sie dann noch Kassenzettel, wenn das in 5%. der Tasche verschwindet. Ja, aber wenn Sie dir.
Wenn sie es richtig bezahlen, dann kriegt man Kassenzettel. Ja, wäre ich ja blöd, wenn ich das Ja? mache. Die merken das ja Ja, das gar ist nicht. ihre Einstellung. Ich gehe hier zur Esso-Tanke in Hamburg. Ne? Da sind so viele Leute. Das fällt gar Ja? nicht auf, wenn ich da Ha? weiterfahre. Ja, wenn Sie aber da mit dem Schlauch kommen und das abzapfen, merkt das keiner? Nee, ich fahre einfach weiter, wie ich getankt habe. Ach so, ohne bezahlen. Ja, natürlich. Aber Aber das sind doch überall Kameras. ja, ich nehme die Nummernschilder runter. Also ich weiß mir, ich bin hier in Hamburg City groß geworden. Ich weiß mir schon zu helfen. Aha, dann machen Sie die Kassen, Die die Zapfsäule. Schilder ab. Machen Sie andere Schilder. Ja. Ach so, Ich habe okay. mal ein Nummernschild dran gemacht. Ich wusste, da war ich schon dreimal und die haben auch schon die Cops angerufen. Da habe ich mir ein Nummernschild machen lassen mit der Ja. Abkürzung LMAA dran. Kennst du? Ja. Ja. Ja, leck mich am Arsch. Ja, das wollte ich in Anwesenheit Und? einer jungen Dame jetzt nicht sagen, aber da sind sie mir glatt zuvor gekommen. Das ist einfach so. Naja, Aber ich sag, könnte ich damit bin ich immer zumindest durchgekommen. mit der. Aber nachdem ich im Pennymarkt ein Aber. Hausverbot gekriegt habe, dann bin ich aus Hamburg weggezogen. Weil wenn du in den Pennymarkt nicht mehr rein darfst, was sollst du dann noch in Hamburg? Warum sie. Was, warum dürfen Sie im Pennymarkt nicht mal rein? Was haben Sie da gemacht? Ja, da die schönen kleinen Zündkerzen, die kleinen Fläschchen, die haben wunderbar in die Jackentasche gepasst. Ich hätte nur die kaputte Tasche auch Ach mal so. nähen sollen. Irgendwann ist das alles vom Security-Mann voll auf den Boden gefallen. Und da kannst du auch nicht mehr Alles leugnen. rausgefallen. Das kam alles raus, ey, wie an einem Ja. Morgen nach einer durchsoffenen Nacht. Und Oh, dann hast du, weia. kannst du Und dann natürlich hat man nicht die mehr sagen, erwischt. ich war das nicht, ne? Ja, das ist klar. Kennen Sie die Haben Sie Doku von versucht zu Pennymarkt klauen? auf der Reeperbahn? Nee. Echt nicht. Und die haben sie erwischt, ja? Ja, Nee, das sieht nee. man da. Da kriege ich Hausverbot im Fernsehen. Müssen Sie mal reingucken. Ach so, ja. Müssen Sie mal bei YouTube Aha. Reeperbahn Sind sie Doku. Da kriege ich live im schon Fernsehen. bekannt Ja, zusammen? das ist einfach so. Ich kriege da live im Fernsehen Hausverbot beim Pennymarkt auf der Reeperbahn. Ja, gucke. Sind sie schon so bekannt wie so ein bunter Hund? Ja, so ein bisschen. Ich habe das dann auch mit Schnurrbart und Mütze probiert. Dann haben die mich wieder nicht erkannt, weil da sind so viele Hund? Leute. Also ich habe, Ja, ich, ja. es ist inzwischen verjährt. Ich kann es erzählen. Ich habe ja, ich muss das mal. Ich habe das für meinen Enkelsohn mal aufgeschrieben, weil man muss die großen Taten der Vorfahren, die muss man ja an die nächste Generation weitergeben. Ich hole das gerade mal hier. Ich. Ja, das Ah. dürfen Sie. Ja, doch, das ist ja verjährt. Da kann man ja offen drüber sprechen. Also ich habe hier von Ja. 2007 bis 2011. 2011 ist, wo sie mich erwischt haben. Da habe ich, weil ich 24 Dosen Suppen, 63 Schachteln Zigaretten, 4 Flaschen Wodka, Oh. 46 Packungen Zündkerzen, Ja. 2 Packungen Kondome und einen Kamm geklaut. Und die haben mich nicht. Doch, am Ende haben sie mich Hat man gekriegt. sie nicht erwischt? Naja, doch, am Ende ja. Wegen den Ach so, Zündkerzen. mit dem ganzen Zeug? Nein, das sind wie diese Ach, wegen die kleinen. Zündkerzen, weil sie nicht die Sachen genäht haben. Ja, das ist durch die Ja, Jackentasche rausgepurzelt. ja. Ja, War es ein war bisschen nicht ganz so Glück und glücklich. Unglück, ne? Ja, klar, wenn die mich mit den Ja, das Kondomen glaube erwischt ich. hätten, das wäre peinlich gewesen. Ja. Ja, man kann ja nicht immer Glück haben, ne? Gehen Sie nicht. Nee, das stimmt. Wo gehe ich hin? Gehen Sie nicht arbeiten? Nee. Warum sollte ich? Gehen Sie arbeiten? Nein, ich habe mein großes Vorbild, der. Damit Sie nicht mehr. Nein, da warum denn? Ey, das Geld liegt auf der Straße. Das ist einfach so. Ich sammle Pfandflaschen und ich sag dir mal eins. Alle Menschen bringen die Dosen zum Ist doch richtig. Pfandautomaten, ne? Warte mal. An diesen Dosen ist ja oben Ja. dieses kleine Ding dran, mit dem man die Dose aufmacht.
Wenn man die abmacht, kann man die Dose trotzdem noch Ja. zurückgeben. Und wenn man 600 von diesen Dingern hat, dann kann man das einschmelzen und das Aluminium beim Rest, beim Rohstoffhandel abgeben. Das ist ein richtiger So eine Arbeit Lebenstrick. machen Sie sich noch, ja? Ja, natürlich, ich habe die Zeit. Ey, also es geht ja eigentlich. Ich bin jetzt ja gerade von der Arbeit nach Hause gekommen, ne? Also es geht ja morgens im Prinzip los. Da gehe ich im Park hier, aber gucken, was sie alles liegen gelassen haben. Manchmal ist in der Pulle sogar noch was drin. Und ansonsten kriege ich mal da wenigstens noch 8 Cent für. Und am Mittag, da gucke ich immer in der Stadt hier, was die Touristen, die lassen öfter mal Sachen fallen. Dann gehe ich einmal am Tag zum Fundbüro und frage nach Sachen, die da vielleicht hätten abgegeben werden können. Und dann gucke ich immer hier bei McDonald's am Marktplatz rein, weil die Leute, die stellen manchmal halbvolle Tabletts zurück. Und dann gehe ich immer, da ist im Schwimmbad jetzt im Sommer, da ist der Zaun kaputt. Die haben kein Geld oder keinen Bock oder wissen das nicht. Und dann gehe ich immer schön schwimmen. Und dann, wenn die Gehen da Leute, mal schön. ja, dann gehe ich da, natürlich gehe ich da schwimmen. Ich wäre ja dumm, wenn ich es nicht tun würde. Das ist einfach so. Sollen wir mal zusammen hier ins Schwimmbad gehen? Aber eine Wohnung haben Sie, ja, oder? Ja, na klar. Die zahlt mir auch die Merkel. Ach, die Zeit, die Merkel. Ja, klar. Wohnen Sie alleine da drinne? Nee, Wohnen Sie allein da drin? ich hab zwei Katzen. Die habe ich Ach, in zwei meiner Katzen. ganzen Gütig hier aufgenommen. Weißt du, was das Geile ist? Das Katzenfutter klaue ich auch. Auch Das ist, noch. ja, natürlich. Na, dann leben Sie ja nur vom Klapp. Ja, irgendeiner muss es ja tun. Naja. Man muss sich einfach nur Und wenn Sie trauen. arbeiten gehen würden, bräuchten Sie nicht zu. Ja, aber manche Arbeit ist Ja, ja auch naja, ich klauen. meine, jedem liegt es nicht. Oder nicht? Wieso ist eine Arbeit klauen? Ja, es kommt drauf an, Also wenn ich welche arbeiten Arbeit gehe, man klaue ich macht. doch nicht. Es gibt ja so Ja, Kriminelle, die klauen auch, wenn sie arbeiten. Oder ja. nicht? Ich nicht, ich habe keine Ahnung. Nicht? Ich weiß es nicht, ob jemand klauen tut, wenn er Arbeit hat. Dann braucht er doch nicht klauen, wenn er Arbeit Was hat. ist mit der Mafia? Oder den Na, Rockern? Mafia, damit haben wir keine Ahnung. Ja, Hells Angela und so. Meine ich damit. Ja. Haben Sie noch nie gearbeitet? Nee. Ich habe eine Ausbildung gemacht als Melker. Ja, und ist auch ein schöner Beruf, Nein, oder? das ist Gibt's total. das noch, Er fällt Melker dir und so? den ganzen Tag die Scheiße vor die Füße. Du musst noch Danke dafür sagen. Macht Ja, keinen mein Gott. Spaß. Jeder. Ja, aber es hat alles ein Für und Wider. Man kriegt ja auch Geld dafür, oder? Ja, was ist denn der Nachteil bei ihm bei der Arbeit? Das hört sich ja alles ganz toll an, wenn Menschen eine Freude machen kann. Ich mach die Arbeit gerne. Warum nicht? Ja, aber Ich es kann das gibt ja immer erzählen, die ein man hört. Für und Wider. Ja, ich meine, es ist manchmal anstrengend mit den Kunden. Manche sind ja nicht so nett wie Sie, manche sind auch aggressiv, aber da Warum muss man das drüber denn? stehen, Warum sind die ja? aggressiv, wenn die was geschenkt kriegen? Keine Ahnung. Da keine Ahnung. Manche sind halt so. Das ist echt traurig. Ich habe mal einen Inder kennengelernt. Der war noch besser im Clown als ich. Ich sag dir, bei dem hätte ich in die Lehre gehen können. Wie andere das so bei so einem Ja. Tempelguru machen. Der war der Chef von der Diebesgilde in Bangladesch, ne? Und er hat mal gesagt, wenn es nichts gibt, Ach so, ja. Was du einem Menschen schenken kannst, dann schenk ihm ein Lächeln. Und dann hat er zwei Sätze später gesagt und mach ihm mit der Das anderen stimmt. Hand die Tasche leer. Er Das ist ist aber nicht schön. eine Legende, der Mann. Ja. Ja, der ist total Aber es klasse. geht, ich halte ja nicht immer, dass es gut. Ja, also ich weiß, Ja, ich aber es habe ist aber länger nicht nichts immer mehr gesagt, gehört dass es von gut ihm. geht, oder? Entweder hat er zu viel Ganja geraucht und ist irgendwo ertrunken. Aber ich weiß es auch nicht. Hast du schon mal Gras geraucht? Machen Sie. Ich, um Gottes Willen.
Aber warum nicht? Na, ich rauche nicht, ich bin kein Trink. Was soll ich denn damit machen? Auch kein Am besten Alkohol? rauchen, liegt mir nicht. Ich trinke immer zum Wochenende ein Glas Sekt oder ein Glas Aber Wein, das aber ist mehr ja nicht. hart. Er muss auch ein bisschen Spaß im Leben haben. Naja, aber das kann man doch keinen Spaß haben, wenn man nur besoffen ist. Ja, natürlich. Oder? Das ist Die trinken wohl viel, ne? selbst wenn man dann einmal erwischt wird, ist man vermindert schuldfähig. Das ist einfach so. Ja, aber davon kann man auch nicht immer ausgehen, oder? Ja, also auch. Ach, deswegen machen sie das mit Absicht. Dann trinken sie einen, wenn sie geknallt haben und sie erwischt wurden, sind sie Das ist unzurechnungsfähig. ein netter Nebeneffekt. Und im schlimmsten Fall gehst du besoffen zur Verhandlung. Dann gibst du 2 Wochen Dauerarrest und dann bist du wieder draußen. Wie Also oft so. haben Sie schon gesessen, wenn ich fragen darf? Offiziell oder inoffiziell? Naja, beides. Offiziell, Ja. inoffiziell. Naja, also. Es gibt ja dieses Ding, wenn man in der Ausnüchterungszelle landet. Das wandert ja nicht in die Ja. Strafakte. Das geht ja immer erst ab 90 Tagessätzen oder wenn man zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wurde. Das hatte ich bisher dreimal Aha. und bei der Ausnüchterungszelle, da habe ich aufgehört zu zählen in meinen Hamburgershagen schon. Oft Also ich habe ja waren hier, wir schon dran. ja, ich habe ja hier ein Buchprojekt. Hier ist da so ein marokkanischer Xbox-Club von Mimon Baraka. Und er hilft mir gerade, mein Buch über die Zeit zu schreiben. Weil ich glaube, das wird reißenden Absatz finden. Na, der Mann rein, Ja, ne? natürlich. Er beschwert sich, dass ich oft nicht mitdenke, aber ey, er wird fürs Schreiben bezahlt. Wenn das mal rauskommt und gut verkauft wird, natürlich erst. Und wie lange geht das Aber muss heute ja einen noch? Verlag dafür Ja, haben. der hat ja einen Verlag. Ach, der hat einen Verlag. Ich Ja. arbeite bis 20 Uhr. So lange? Ah, es ist ja. Darum, weißt du, darum klaue ich bei Pennymark. Da muss ich das nicht machen. Naja, Ich habe heute das ist sogar. aber, Die sind ja. wenn die beim Penny. Ja. Ich wollte sie Wenn die nicht beim Pennymarkt unterbrechen. nicht mal reinkommen, Nee, das ist nee, ja dann ist okay. der Wenn in die beim Penny. Hamburg. Die haben mich hier ja noch nicht erwischt in Baden-Baden. Ach, in Baden waren noch nicht erwischt. Na, dann müssen Sie schön aufpassen, dass Sie sie nicht erwischen. Die sind hier so unterbesetzt, ne? Das sind 2 Leute in einer Schicht. Ich war heute schon dreimal da und nachher geht's weiter. Dann holen Sie immer die Taschen raus, Taschen voll. Ja, na klar. Ey, hab's ja nicht zu verschenken, ne? Und was holen Sie so raus? Aber nicht nur Alkohol, oder? Nee, ey, vorhin, ich sag's dir, die sind ja eigentlich, kosten eigentlich ja nur 79 Cent und sind auch recht groß, aber ich wollte mir die Dröhnung geben und einfach mal eine Tüte Kartoffelchips mitnehmen, ne? Ich hab's geschafft. Die süßen Ja. kleinen Drachen, die ganz Ja. scharf schmecken, ey, die sind so lecker. Und das hat wieder geklappt. Ja, also sonst wäre ich nicht am Telefon. Das Telefon habe ich übrigens auch geklaut. Das gab es mal bei Netto im Angebot. Die haben keine Warensicherung dran gemacht. Ach so, naja, aber kann man da nicht überprüft werden mit der Telefonnummer? Kann man das nicht sehen, dass Ja. das geklaut wurde? Weiß doch keiner, welches Gerät das hier ist. Ich habe meine Nummer von der Telekom. Und dann ab dafür. Ja, das sind echt schon harte Naja. Geschichten. Und wenn ich, also, wo funktioniert dieses Kartendings denn überall? Weil irgendwann muss man ja auch mal was kaufen, auch wenn das eigentlich sich nicht gehört. Richtig so. Nee, also ich bin ja mit der Präambel aufgewachsen, Schwarzfahren ist eine Tugend. So, auch noch. Ja, natürlich, die haben mich gefälligst zu Schwarzfahren auch befördern. Ja, noch. klar. Ich sorge hier für die Unterhaltung, wenn ich damit fahre, und dann könnt ihr mich umsonst mitfahren lassen. Ja, noch nie erwischt beim Schwarzfahren? Ja, doch, aber ich bin schneller als die. Aha. Bei der nächsten Station aussteigen, oder Ja, wie? ich tue einfach so, als wäre ich voll besoffen. Dann denken die einfach, okay, dann müssen wir schon nichts machen und dann gebe ich Hackengas. Und im schlimmsten Fall habe ich Pfefferspray dabei. Naja, es kann.
Pfefferspray auch noch. Ja, natürlich. Und schon mal verurteilt worden auch? Ja, klar, mehrmals. Überschreitung der Notwehr, Mehrmals schon. Nötigung, räuberische Oh. Erpressung. Aber verurteilt heißt ja nicht, dass man Und wie lange schuldig waren Sie ist. schon? Ja, und wie lange waren Sie im Knast denn? Was? Wer die Zeit in Bolivien mitzählt, 5 Jahre. 5 Jahre. Ja, aber in Bolivien haben sie mich auch Ach, in erwischt. Bolivien waren Sie auch Da schon. wollte ich die Nutte prellen, weil die war nicht gut. Da habe ich gesagt, du kriegst keinen Cent von mir. Oder wie auch immer die Währung da heißt. Man kann sich ja nicht verarschen lassen, ne? Ja, dann sind Sie schon in der ganzen Welt rumgekommen mit Ihrem Clown, Ja, oder? ich bin ja zur See gefahren mal. Weil als Ach so? Melker hat man ja nicht arbeiten können. Das macht ja keiner mehr. Ich bin zur See gefahren. Ich bin christlicher Seefahrer. Ja, war das nicht schön? Ja, doch, das war rattenstark. Also ich habe ja im Prinzip auch sämtliche Kap. Naja. Ich habe ja alle Kapitänspatente. Die A, B, C und die 3. Ich fahre die ganz großen Plätze. Das ist einfach so. Und warum haben Sie das denn aufgegeben? Meinst du ernsthaft, jemand lässt einen besoffenen Kapitän fahren? Die haben mir beim, Ach ne, die haben das mir, stimmt. die haben mir beim Marinegericht gesagt, ich bin gefährlicher als die Piraten. Ich hab das schriftlich. Das ist einfach so. Das ist einfach so. Aber es war doch ein schöner Beruf als Kapitän, oder? Ja, Kapitän zur Ist See. doch schade, das aufs Spiel zu. Ja, aber es war doch schade, das aufs Spiel zu setzen, Ja, oder? aber im Endeffekt hat sich's gelohnt. Durch Ich hab, erinnerst du dich, da war doch so, also vor 10 Jahren, dass die Piraten in Somalia da immer die Schiffe abgefangen haben, ne? Weißt du, warum ja. die das plötzlich gemacht haben? Nee. Ich habe sehr gutes Geld dafür gekriegt, dass ich denen die Schifffahrtsrouten und die Termine der nächsten 3 Jahre verkauft habe. Ich wusste da, ich war ja in die Oh. Planung involviert. Und dann habe ich mich zur Ruhe gesetzt. Es ist einfach so. Aber schade drum, den Beruf. Ja, Ja, ist mein, aber was? schade drum, das aufgegeben zu haben, Ich oder? habe immer noch meine Gummiente. Mit der Gummiente. bin ich um die ganze Welt gereist. Ja, ist aber schön, das war doch schade drum, so einen schönen Beruf aufzugeben durch den Alkohol, oder? Ja, sollen wir zusammen hier mal ein Seefahrerlied singen? Nee, kenne ich keins. Ja, aber an der Nordseeküste. Komm, das kennst du, oder? Ja. Auf, komm, einmal zusammen. Der alten Zeiten wegen. Ich kenne das Lied nicht gut. Ach Kann jetzt Mensch, nicht mehr singen, ich muss wieder aufhören, ich muss weiterarbeiten. ja, wir waren bei War ein dieser, nettes Gespräch mit Ihnen. krassen Karte stehen geblieben. Was kann die denn alles? Also mit der Rabattkarte, da können Sie noch im Internet shoppen gehen und können bis 35% sparen, ne? Wo denn? Von Amazon, von Amazon? Apotheke. Oh, okay, geil. Amazon ist auch, ja, ist alles dabei und das kostet dann am Tag 1,66 €, sind im Monat 49,90 € und das nur dreimal, ja? 3 Mark? Also müssen Sie 3 Monate bezahlen, 49,90 € im Monat, Also das geht nur ja? 3 Monate und dann ist das vorbei? Das geht nur 3 Monate, ja. Also da kann Wenn man Sie nicht nicht, mehr möchten, da kann man nicht fest abonnieren. können auch weitermachen. Geil. Man kann das auch weitermachen, wie Sie wünschen. Sind Sie mal 3 Monate dabei, ja? Und das geht dann, Dann spare sagen ich Sie mir mal 6. 35% bei Amazon? Bei Amazon, das sind 900 Unternehmen, die das anbieten, von A wie Apotheke bis Z bis Zoobedarf ist alles dabei. Aber warum Dann schenkt sagen mir Sie mir mal Amazon 6. dann die Sachen? Wenn ich mir da jetzt Motorradreifen bestelle, habe ich das so in einem Einkauf wieder raus. Die Karte kostet 49,90 € im Monat. Das haben Sie verstanden, ja? Ja, aber wenn ich mir jetzt bei Amazon Reifen bestelle, da habe ich das doch in einem Einkauf wieder raus. Da spare ich doch ein paar hundert Euro. Weiß ich nicht. Ich habe bei Amazon noch nie was bestellt. Echt nicht? Nein, Was ist ich da gehe denn nicht los? bei Amazon. Nee. Da Ja, mache ich ist doch nicht. irgendwas falsch gelaufen.
Nee, da ist nichts falsch gelaufen. Ich will meine Ware sehen, wenn ich was kaufe und nicht über Amazon bestelle. Ja, aber ey, wenn ich mir so gucke, da gibt es ja auch ganz viele Sachen von den Chinesen. Die kann man hier ja gar nicht kaufen im Laden. Das ist immer Ansichtssache. Ich kaufe nicht viele Klamotten. Sind Sie mal 3 Monate dabei? Probieren wir es mal aus, ja? Wer macht diese Karte? Die kriegen Sie dann zugesandt von uns jetzt. Ja, aber wer Wenn Sie stellt dabei die sind, kriegen Sie die aus? Karte zugesandt. Das ist Profit und Rente. Das ist ein Unternehmen, die sitzen in Hamburg und da kriegen Sie die Profit- und Rente-Karte In hergesandt. Hamburg? Ja? Alter, die kommen mich holen. Warum sollen die sich holen? Naja, wenn die aus Hamburg sind, dann haben die bestimmt schon mal gehört von mir. Ach, das glaube ich nicht. Nicht? So, Weil ach, wo, ich die werden doch will nicht gleich ja alles hier nachprüfen. auch. Ich hoffe es ja, ich will ja auch Da nicht. sind Sie mal 3 Monate dabei. Das war Elite Premium Service AG, ne? Richtig. Sind Sie mal Ja, 3 Monate dabei? darum habe ich vorhin gesagt, man kann ja auch bei der Arbeit klauen, weißt du? Naja, das ist alles Ansichtssache. Ja, aber guck doch mal, Deswegen sage ich, da macht. es weiß doch wirklich jeder Mensch, der mit dem Internet aufgewachsen ist, dass die Elite Premium Service AG, dass das total die Abzocker sind. Das kennt doch jedes Kind. Warum sollen das Abzocker sein, Herr Wintermann? Wir machen, existieren schon seit 20 Jahren, wir sind keine Abzocker. Ja, doch hier aus der Schweiz, da Auf gibt's keinen Fall. Aufnahmen von YouTube, die gehen 20 Jahre zurück, wo immer wieder irgendwelche lustigen Ideen, was man angeblich alles geschenkt bekommt, von aus reiner Herzensgüte. Und am Ende ist nur die Kohle weg. Ach Hör mal wo. auf, ins Mikrofon Sind Sie zu mal 3 Monate pusten. dabei? Nee, ich bin hier der Machen Sie nur mal Abzocker. 3 Monate mit. Ich bin der Abzocker, ich lasse mich nie abzocken. Ja, dann ist doch gut, dann brauchen wir doch nicht weiterreden, wenn Sie es nicht Nee, wir mitmachen singen jetzt ein möchten. Lied zusammen. An der Nee, Nordseeküste, am plattdeutschen Strand, sind die Pinguine besoffen und die Russen an Land. Ahoi! ja, prima. Ja, das ist einfach so. Okay, Abonnier mal dann meinen habe ich. Kanal. Ich bin der singende Roland auf YouTube. Dann machen wir das mal. Dann alles Gute für Sie. Bleiben Sie schön gesund und schöne Woche, Ja, ja? gib mal bei Google Elite Premium Service AG ein, wenn du nachher zu Hause bist. Lies das mal durch. Ja, Herr Winter. Er ist Okay. einfach so. Herr Wintermann, ich glaube nicht, was im ich glaube nicht, was im Internet steht. Es gibt hier noch Lüger und Betrüger. Ja, Ich das ist glaube das, was einfach so. ich sehe und nicht, Ich bin ja, was da drin steht. seitdem ich 19 Jahre alt bin, bin ich auf dem Teufel besessen, Alter. Und der sagt das auch. Ja? Ja, Ja. Sterbliche, versuche nicht, meinen Diener zu betrügen. Habe Satanas, Novus Ordo Seculorum. Knie, nicht da vor Luzifer. Da ist er schon wieder gewesen. Der lässt mich nicht in Ruhe. Herr Kleiner. Wintermann, da müssen wir jetzt Schluss machen. Ich muss noch ein bisschen andere Kunden aufnehmen, Pass ja? auf, Satan kommt. Alles Gute, bleiben Sie. Schnell weglaufen. Ja, machen Der Sie. holt dich. Ich sag dir, schnell ins Ja, alles Weihwasser Gute. trinken. Ja. Da ist lebensgefährlich. Ja, machen Sie. Los, Ja, lauf machen schnell Sie, Mann. weg. Los, auflegen, da gehst du durch die Alles Leitung. Gute. Ich komme dich holen. Ja. Ja, tschüss, Herr Wintermann, tschüss. Novus ordo seculorum. Infinitem catatem.